Herzlich willkommen in Rüschlikon. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon. Schön sind Sie hier. Ich freue mich. Willkommen auch Ihnen zu Hause. Ja, wir wissen es längst, wir leben im postfaktischen Zeitalter. Man könnte auch sagen, im Zeitalter von Pippi Langstrumpf, die frisch fröhlich singt, ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Doch während uns Pippi anrührt, weil sie mit ihren Fantasiegeschichten stets fürs Gute kämpft, sind uns die Fake News von Internet-Trollen weniger geheuer. Doch steckt die Wahrheit damit schon in der Krise? Und worin bestünde denn eine solche Krise? Darüber spreche ich jetzt mit Lauren Daston. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und mit Ilya Trojanow. Er ist Schriftsteller und Essayist, der übrigens diesen Freitag den Heinrich-Böll-Preis entgegennehmen durfte. Ganz herzlich willkommen in meinem Haus. Dankeschön. Ja, Frau Daston, ich habe es schon gesagt, man sagt, die Wahrheit stecke in einer Krise. Wie sieht denn diese Krise aus, wenn Sie drauf blicken? Zuerst würde ich sagen, es ist keine Krise der Wahrheit, keine Krise der Fakten. Die Wahrheiten und die Fakten sind, was sie immer waren. Es ist eine Krise von Wissen und die Quellen von Wissen. Es ist auch eine Krise von Vertrauen. Wem dürfen wir vertrauen? Und eine Krise auch vielleicht von Medienbildung. Wie gehen wir mit den neuen Medien um? Es ist so, dass es immer wieder den Vorwurf gibt in letzter Zeit, dass die Kulturwissenschaften irgendwie auch mit Schuld daran sind, an dieser Krise, wie auch immer die jetzt geartet ist, indem man nämlich gesagt hat, die haben es übertrieben mit ihrem Konstruktivismus. Die hatten plötzlich so die Idee, eigentlich gibt es gar keine Fakten, es gibt keine Wahrheit, sondern alles ist einfach Perspektive. Würden Sie diesem Vorwurf zustimmen? Nein, ich finde das eine Art Wahnsinn seitens der Geisteswissenschaften, dass sie so einflussreich sind. Ich bin Amerikanerin, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dachte, dass ein Congressman zum Beispiel ein Werk von Konstruktionismus je in der Hand gehabt hat. Also nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass die Ursache dafür wirklich medienbezogen sind und auch teilweise geldbezogen sind. Man darf nicht unterschätzen, inwiefern jetzt die Medien, insbesondere in den USA, durch Geld gesteuert werden. Mhm. Über die Medien möchte ich später noch mit Ihnen sprechen. Bleiben wir noch kurz bei den Kulturwissenschaften und diesem Konstruktivismus. Wie sehen Sie es, Herr Trojanow? Naja, also die radikale